Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Gestern hat mich ein Zuschauer gefragt, ob ich nicht mal ein Video zu den verschiedenen Motion Control Features oder allgemein zu versteckten Features des Samsung Galaxy Note 2 machen könnte. Und diesem Wunsch möchte ich in diesem Video auch gerne mal nachkommen. Einige sollte man auch schon vom Galaxy S3 kennen. Wir gehen einfach mal in die Einstellungen, zum Beispiel hier oben über die Benachrichtigungsleiste und gehen hier dann auf Bewegungen. Den Reiter solltet ihr übrigens aktivieren. Dann seht ihr hier schon einige Optionen, die man aktivieren bzw. deaktivieren kann, und unter erweiterte Einstellungen und Einführung gehen wir mal hier auf Informationen zu Bewegungen. Eines dieser versteckten Features ist das Feature schneller Blick. Ich zeige euch oder demonstriere euch das Ganze einfach mal. Es wird hier eigentlich auch schon ganz gut erklärt. Legen Sie das Gerät einige Zeit mit dem Bildschirm nach oben auf eine ebene Unterlage. Nachdem der Bildschirm ausgeht, bewegen Sie eine Hand über den Sensor. Auf dem Bildschirm sollten nun Statusinformationen angezeigt werden. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal an, ob das auch so funktioniert. Ja, wir legen unser Note 2 also auf einen ebenen Grund und halten jetzt dann, sobald das Display ausgeht, einfach mal unsere Hand hier über die Sensoren, und ihr seht schon, das Display geht wieder an und zeigt mir hier eben Informationen an. Das funktioniert also schon mal sehr, sehr gut. Ein weiteres Feature nennt sich Direktanruf. Meines Erachtens sogar sehr, sehr praktisch. Auch da klicken wir mal drauf. Ich spare mir jetzt, euch das vorzulesen, aber demonstriere euch das Ganze einfach mal. Ihr seid zum Beispiel gerade in einer oder schreibt gerade SMS mit einem Kumpel, mit einer Freundin und möchtet denjenigen oder diejenige jetzt gleich anrufen. Kein Ding. Einfach euer Galaxy S3 an euer Ohr, euer Galaxy Note 2 an euer Ohr halten und schon wird derjenige oder diejenige angerufen. Ich zeige euch das mal schnell und halte das Note 2 jetzt kurz an mein Ohr. Es vibriert kurz und schon wird in diesem Fall Samsung Mobile, es ist ja nämlich so eine Art eine Demonstration, und schon wird der oder diejenige angerufen. Also doch ein recht praktisches Feature, auch im Alltag ganz nett und spart vielleicht sogar einiges an Zeit. Ja, ein weiteres Feature ist intelligenter Alarm. Auch das möchte ich euch kurz mal demonstrieren. Nehmen Sie Ihr Gerät in die Hand, um über verpasste Anrufe und Nachrichten per Vibration benachrichtigt zu werden. Auch hier klicken wir auf Versuch. Ja, wir legen unser Gerät hin, der Bildschirm schaltet sich aus. Angenommen, Sie haben einen Anruf oder eine Nachricht verpasst und so weiter. Wir heben unser Note 2 wieder hoch, es vibriert kurz und würde uns jetzt Dinge wie verpasste Mails oder verpasste Anrufe anzeigen, sollten wir welche haben. Ja, auch ganz nett ist das Feature zweimal tippen nach oben, auch das zeige ich euch jetzt mal schnell. Wir klicken auch hier auf Versuch, ihr befindet euch zum Beispiel in eurer Kontaktliste und wollt ganz oben, wollt aber nicht die ganze Zeit hochscrollen, einfach zweimal auf das Galaxy Note 2 hier oben hintippen und schon seid ihr wieder ganz oben. Auch ganz praktisch. Ja, dann gibt's zum Zoomen kippen, das sollten eigentlich doch einige kennen, das war auch schon beim Galaxy S2 integriert. Ihr seid zum Beispiel gerade in der Galerie und wollt nicht Pinch to Zoom nutzen, einfach hier das Bild mit beiden Daumen oder anderen zwei Fingern festhalten und nach vorne oder nach hinten kippen, um hinein oder hinaus zu zoomen. Also auch ganz nett. Ich finde zwar da Pinch to Zoom praktischer, aber ja, das hat sich Samsung überlegt. Das ist doch ganz nett. Als nächstes zum Bewegen des Symbols schwenken. Eigentlich auch selbsterklärend. Ihr seid zum Beispiel hier auf dem Homescreen und wollt ein Symbol verschieben. Haltet das Symbol einfach fest und schon könnt ihr es nach links oder nach rechts verschieben. Dann gibt es Schwenken, um ein größeres Bild zu durchsuchen. Auch ganz praktisch, einfach einen beliebigen Punkt auf dem Bild festhalten, nach links oder nach rechts schwenken. Hier nach oben oder nach unten. Ihr seht, es geht in alle Richtungen, geht absolut schnell, geht absolut problemlos. Ja, dann gibt es außerdem die Option Schütteln zum Aktualisieren. Das lese ich jetzt schnell vor, denn das hat noch, das kann man bei mehreren Sachen hernehmen. Schütteln Sie Ihr Gerät, um nach Bluetooth, Keys Air oder anderen Geräten zu suchen. Mittels Schütteln können Sie auch Ihre E-Mails, News, Wetterberichte oder Aktienkurse per Funknetzwerk aktualisieren. Dabei können Kosten entstehen. Ihr seid zum Beispiel in der E-Mail-App, schüttelt euer Note 2 einfach und schon wird aktualisiert. Ich demonstriere euch das jetzt mal anhand der Suche nach Bluetooth-Geräten. Wir sind hier also im jeweiligen Menü, schütteln einmal unser Note 2. Ihr seht, dass hier dieser Kreis
erscheint, der uns anzeigt, dass nach Geräten gescannt wird. Und jetzt hat er auch schon gescannt. Ich schüttel nochmal und wieder erscheint der Kreis und es wird nach Geräten gescannt. So in etwa funktioniert auch das. Ja. Als letztes steht da dann noch zum Stummschalten, Anhalten und so weiter. Ich lese euch auch das schnell vor. Gerät zum Stummschalten von eingehenden Anrufen, Nachrichtensignalen und Alarmen und zum Anhalten von Medien umdrehen. Heißt konkret, wenn jetzt jemand anruft, merke ich, das merkt ihr jetzt nicht so, vibriert mein Note 2. Ja, ich will mit dem aber nicht reden, will das Ganze stummschalten und leg's einfach hin. Und schon hört es auf zu vibrieren und der Anruf wurde stumm geschalten. Auch ganz nett, auch ganz praktisch, wenn man eben gerade irgendeine ebene Fläche vor sich hat, auf die man das Note 2 legen kann. Dann gibt es auch noch einige versteckte Handbewegungen, mit denen man ganz nette Sachen machen kann. Hier gehen wir einfach unter Einführung zu Handbewegungen auf Informationen zu Handbewegungen. Wer hätte es gedacht? Und schauen uns mal dieses nette Feature an. Es gibt nämlich diverse Möglichkeiten, mit dem Note 2 einen Screenshot zu machen, zum Beispiel mit dem S Pen oder mit diversen Tastenkombinationen. Ihr könnt aber auch einfach eure Hand nehmen und einmal hier über das Display fahren, entweder von rechts nach links oder von links nach rechts, und dann seht ihr hier schon, wie dieser Art Scan durchläuft und einen Screenshot macht. Meiner Meinung nach echt ein nettes Feature. Ja, da hat Samsung gut mitgedacht. Ja. Und dann gibt's noch diese Möglichkeit hier, nennt sich Informationen zum Berühren mit der Handfläche, also die ganzen Optionen. Sie können Töne durch Bedecken des Bildschirms mit der Hand bei der Wiedergabe von Medien, bei eingeschaltetem Bildschirm natürlich stumm schalten oder anhalten. Konkrete Situation, es wird gerade ein Song abgespielt und ihr wollt das Ganze stumm schalten. Ich zeig's euch mal. Mach ein bisschen lauter. Und ihr wollt das jetzt stumm schalten. Einfach hier das Display bedecken und schon wird der Ton stumm geschalten und das Lied pausiert bzw. angehalten. Ja, soviel also zu ein paar mehr oder weniger nützlichen versteckten Features des Samsung Galaxy Note 2. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen von euch behilflich sein, bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.